So, ich habe jetzt heute Morgen einmal die neuen Rezepte in der App freigeschalten, weil jeden Montag gibt es neue Rezepte, unter anderem den Spaghetti-Kürbis, eine Herbstbowl mit Grünkohl und Kürbis, so Raw Almond Bites, die waren richtig lecker, also perfekter Snack, gehen auch super schnell und einfach. Ein Cookie Dough mit Kürbis und süßer Butternut mit Vanillecreme. Also es gibt eigentlich jeden Montag so vier, fünf neue Rezepte und die schalte ich dann immer alle frei. Und danach habe ich dann bis gerade noch eine Stunde an einem Projekt gearbeitet. Übrigens, ich habe mir wirklich einen Timer gestellt auf eine Stunde. Das ist wirklich mein Tipp an euch. Mir persönlich hilft das total. Ich bin dann einfach viel produktiver, wenn ich mir ein, zwei Stunden einen Timer für bestimmte Aufgaben stelle und weiß, nur in der Zeit mache ich das jetzt und danach muss ich eine weitere Aufgabe machen. Also gerade wenn die To-Do-Liste lang ist und die Aufgaben erledigt werden müssen, da finde ich das sehr, sehr hilfreich. Aufgaben priorisieren und sich Timer setzen, also wirklich das zeitlich begrenzen. Genau, aber das Projekt ist noch top secret, aber bald werde ich euch mehr verraten. Übrigens, wenn du noch auf der Suche bist nach dem perfekten Begleiter für dein Jahr 2024 mit jede Menge Motivation, Inspiration, Dankbarkeit, Selbstreflexion und gesunden Rezepten, dann ist vielleicht mein Planer ideal für dich, denn ich habe auch für das nächste Jahr meinen eigenen Planer kreiert. Und jetzt gibt es für mich erstmal ein Frühstück. Und zwar habe ich mir jetzt die einfache Joghurt Bowl aus meinem Bowl-Kochbuch gemacht, weil die wirklich einfach super schnell geht, lecker ist, sättigend ist. Und ich habe nämlich gleich einen Zahnarzttermin und habe jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Übrigens mal ein kleiner Fact am Rande. Normalerweise esse ich meine Kiwi nicht mit Schale. Viele essen die ja mit Schale. Also ich bin sehr gespannt. Stimmt gerne mal unten in den Kommentaren ab, ob ihr mit Schale oder ohne Schale eure Kiwis esst. Also normalerweise löffel ich die immer raus und esse das ohne Schale. Aber ich dachte mir jetzt heute irgendwie mal so, ich probiere es mal. Machen ja so viele. Ich habe es schon mal irgendwann probiert und fand es nicht so geil. Und ich finde es auch immer noch nicht so geil. Das ist zwar diese Golden Kiwi, wo die Schale auch noch mal ein bisschen dünner ist. Aber ich bevorzuge Kiwi ohne Schale, wenn ich ehrlich bin. Ich bin wieder zu Hause vom Zahnarzt und ich hatte einen Kontrolltermin für meine Schiene. Ich habe nämlich eine Beißschiene, weil ich Zähne knirsche und hatte eine Zahnreinigung. Genau. Und habe es überlebt. Na, Spaß. Aber ich bin wirklich froh darüber, weil ich hatte noch nie irgendwie große Angst vor dem Zahnarzt oder so. Manche sind da ja wirklich so, dass sie ja, den Zahnarzt ganz, ganz schrecklich finden. Aber das hatte ich zum Glück noch nie. Auf jeden Fall gibt es jetzt bei mir Mittagessen. Und vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu meiner Ernährung. Es hat sich aber so gesehen eigentlich nichts verändert für alle, die schon länger dabei sind. Ich ernähre mich seit längerer Zeit intuitiv. Das heißt, ohne Kalorientracken, ohne Verzicht. Aber der Großteil meiner Ernährung ist eben sehr, sehr nährstoffreich, ausgewogen. Ich achte sehr auf Abwechslung und versuche eben so gut es geht, auf meinen Körper zu hören und ihm das zu geben, was er braucht. Und ich verzichte aber auf nichts. Das heißt, meine Ernährung ist nicht, weil ich sage, meine Ernährung ist gesund und weil ich Ernährungsberaterin bin, ist sie nicht zu 100% clean, also nur perfekte, gesunde Zutaten, sondern was ich eben ganz, ganz wichtig finde, um sich auch langfristig gesund zu ernähren, langfristig sich wohlzufühlen. Da ist ganz, ganz wichtig einfach eine Balance. Das heißt, wenn es gewisse Lebensmittel oder Mahlzeiten gibt, wo man einfach Lust drauf hat, die einem schmecken, die vielleicht als ungesund gelten oder nicht so viele Nährstoffe bieten, dann sollten die definitiv auch Teil sein dieser ausgewogenen Ernährung, weil Balance einfach super wichtig ist, um langfristig dabei zu bleiben. Also für Nachhaltigkeit ist Balance einfach super wichtig und ich tracke keine Kalorien, aber ich kenne mich eben sehr, sehr gut aus mit Lebensmitteln und Kalorien. Deswegen habe ich natürlich immer einen groben Überblick und esse auch bewusst und weiß im Groben, was und wie viel ich esse. Und ja, mein Ziel ist es so gesehen eigentlich, dass ich dieses Wissen, diese Erfahrungen, so gut es geht, an euch weitergebe. Durch YouTube-Videos wie dieses oder durch meine App. Da haben wir mittlerweile super viele Beiträge und Tools, wo ich wirklich versuche, euch da so gut es geht, mein Wissen
mitzugeben, damit eben auch ihr euch intuitiv ernähren könnt, da ohne Verzicht und ohne Kalorientracken, ohne Zwänge oder so eure Ziele erreichen könnt, sei es zunehmen oder abnehmen. Also da gibt es mittlerweile schon ganz, ganz viele tolle Dinge, ein Ernährungsbaukasten, bald kommt so ein Handguide, Portionen, Leitfaden, Ernährungspläne, One-Day-Meals, also ja. Ihr merkt, ich liebe meine App selber sehr. Also es ist einfach so ein Herzensprojekt, weil ich einfach all meine Ideen da irgendwie umsetzen und reinbringen kann. Wir haben ja auch die WhatsApp-Gruppen mit den Mitgliedern und da ist auch ein ständiger Austausch, gegenseitiger Support, was der Wahnsinn ist. Und ich kriege halt immer direkt mit, wie das Feedback ist zu gewissen Themen und was sich noch gewünscht wird, wo vielleicht noch Bedarf ist. Genau, aber genug geredet, auf jeden Fall, ich ernähre mich intuitiv und esse meistens eigentlich 3 Mahlzeiten am Tag. Davon ist eigentlich eine immer so klein bis mittel und 2 sind eher größer und das ist so die Regel. Es gibt auch Tage, an denen esse ich nur 2-mal und 2 große Mahlzeiten. Ich muss aber sagen, dass ich besser damit zurechtkomme und mich wohler fühle, wenn ich 3 Mahlzeiten esse, weil es dann doch so ist bei 2 Mahlzeiten, dass man dann sehr viel auf einmal isst und da vielleicht auch so ein bisschen die Achtsamkeit verloren geht, beziehungsweise das dann schon so ein bisschen in Richtung Heißhunger geht. Also ich persönlich merke es immer total, wenn ich zu lange nichts gegessen habe, dass ich mich dann schneller überesse. Deswegen ist für mich eigentlich so der beste Weg 3 Mahlzeiten am Tag. Ich habe immer ein paar Stunden dazwischen, das heißt, ich esse mich auch immer so angenehm satt, dass ich dann eben mehrere Stunden satt bin und nicht irgendwie das Bedürfnis habe zu snacken oder so. Und genau, fühle mich so einfach sehr, sehr wohl. Genau. Und zwar mache ich mir eine richtig leckere Herbstbowl und zwar einmal mit Grünkohl. Grünkohl hat übrigens aktuell Saison und ist super gesund. Also Grünkohl ist wirklich eines der nährstoffreichsten Gemüsesorten. Von daher unbedingt kaufen, wenn ihr ihn seht. Und genau, einmal Grünkohl, dann eine Süßkartoffel, Kichererbsen und Feta. Und ich werde wahrscheinlich das Ganze alles zusammen einfach in den Backofen geben. So, die Kichererbsen habe ich jetzt einmal mit ein bisschen Olivenöl vermengt und einem Gewürz, einem Kichererbsengewürz. Die Süßkartoffel habe ich einfach in Würfel geschnitten und vom Grünkohl gebe ich jetzt nur ein paar Blätter mit rein und werde die aber auch nur so 5 Minuten drin lassen, weil die sonst schnell verbrennen, also das reicht dann eigentlich. Und werde aber auch ein bisschen was vom Grünkohl einfach roh essen in der Bowl, weil Grünkohl enthält auch richtig viel Vitamin C. Und Vitamin C ist nicht hitzestabil und das wird dann jetzt natürlich im Backofen ein bisschen zerstört. Und fertig ist die Bowl und ich zeige euch jetzt direkt mal das Dressing und wie ich mir das wirklich sehr oft und gerne mache. Und zwar einmal mein allerliebstes Tahini. Wirklich, ich liebe das so sehr. Das ist flüssiges Tahini und man denkt so, oh, was ist da drin? Aber es ist einfach nur Sesam und Wasser, was da drin ist. Beziehungsweise noch Meersalz. Sesam, Wasser und Meersalz. Und ich liebe das einfach über Bowls, so als Dressing. Also ihr seht, einfach geil. Und dann kommen hier noch ein bisschen Kokoaminos drüber, beziehungsweise ich habe hier dieses Kokosblüten-Vinaigrette von Koro. Das gebe ich auch sehr gerne drüber. Und dann abschließend noch eine Prise Salz und fertig ist es. Und fertig ist die Lunch Bowl. Ich finde, die sieht richtig lecker aus und ich freue mich da jetzt auch schon sehr drauf und bin sehr gespannt, wie sie schmeckt. Aber ich bin mir eigentlich fast sicher, diese Kombination kann nur lecker werden. Ich mache jetzt dann gleich eine Runde Pilates. Ihr wisst ja, ich liebe den Mix aus Pilates, Yoga, Krafttraining im Gym, Cardio, also zum Beispiel Joggen oder was ich jetzt auch seit neuestem mache, ist wieder Tennis spielen. Ich habe mit 14, 15 mal 2 Jahre Tennis gespielt und dann aber super lange gar nicht. Und jetzt habe ich wieder angefangen und habe aktuell Stunden. Und ja, liebe mittlerweile einfach so diesen Mix. Einfach das, was einem Spaß macht und was einem gut tut. Nach wie vor ist aber große Leidenschaft Krafttraining und aber eben wirklich auch Pilates. Vor allem ist das zeitsparender, weil ich dann einfach zu Hause 25 oder 30 Minuten Pilates mache, mal mehr, mal weniger. Aber man muss natürlich nicht erst ins Gym fahren und wieder zurück, sondern macht es einfach zu Hause.
Und genau, ansonsten achte ich aber natürlich nach wie vor auf Rest Days und habe da keine geplanten Tage, sondern mache das eigentlich so, wie es reinpasst, zeitlich oder wie ich mich fühle. Also wenn ich merke, ich habe einfach nicht so viel Energie, ich habe an dem Tag vielleicht nicht so gut geschlafen oder was auch immer, dann mache ich einen Pausentag. Das können mal ein, zwei Rest Days in der Woche sein oder auch mehr. Es ist immer komplett verschieden, je nachdem, wie es mir halt geht. Auf jeden Fall wollte ich in dem Zusammenhang aber euch davor jetzt meine liebsten Gymshark-Outfits zeigen, denn nächste Woche Donnerstag ist, ich schreibe euch immer das Datum hin, ich bin mir gerade im Kopf nicht sicher, ist großer Gymshark-Sale. Es gibt bis zu 70% auf alle Teile und deswegen wollte ich euch da jetzt einfach mal so meine Favorite-Outfits zeigen, auch für was ich sowas anziehe, weil ich habe da schon irgendwie so gewisse Outfits, die ich mal für fürs Beintraining am liebsten anziehe oder zum Cardio machen, zum Joggen. Manche Outfits mag ich super gerne nur für Pilates und Yoga und da gebe ich euch einfach mal so einen kleinen Einblick. Also, das hier ist eins meiner absoluten Lieblingsoutfits. Das ist die Adept Fleck Kollektion und grundsätzlich kann ich euch schon mal sagen, ich liebe die Adept Kollektionen. Da gibt es unterschiedliche, Adept Fleck, Adept Animal, Adept Camo. Ich zeige euch gerne auch noch gleich ein paar andere, weil ich habe auch noch andere Varianten. Und die mag ich zum Beispiel super gerne fürs Beintraining oder auch fürs Oberkörpertraining, also grundsätzlich einfach für Krafttraining. Das ist so ein bisschen ein festeres, dickeres Material. Ich sage euch, das ist auf jeden Fall absolut blickdicht, also squat-proof. Und ja, genau, so viel eigentlich dazu. Ich trage übrigens in allen Teilen bei Gymshark Größe M, also sowohl in den Bras, in den Hoodies, in den Leggings und so weiter. So, das hier ist jetzt einmal komplett das gleiche Outfit, also auch Adept Fleck, allerdings in der Farbe Schwarz. Also es gibt eigentlich bei den meisten Kollektionen unterschiedliche Farben. Und ihr kennt mich, meine liebsten Farben sind so braun, schwarz, olivgrün, aber ich habe auch teilweise Farben, wie zum Beispiel diese Leggings hier, die ihr sicherlich auch schon von mir kennt. Also das hier sind auch zweimal Adept-Varianten, die ich euch jetzt so mal eben zeigen wollte. Ich kann euch hier aber ein Foto einblenden, wo ich die anhabe. Also einmal hier in diesem Blau, finde ich ehrlich gesagt auch mega cool. Also ich traue mich ja dann doch immer wieder mal doch zur Farbe, also Mut zur Farbe, dass ich dann doch irgendwie Blau oder Grün oder Rot habe und finde es dann auch ganz cool. Aber zum Großteil bleibe ich halt so bei meinen Basics, beige, braun, schwarz und so weiter. Die hier, auch in braun, mag ich auch super gerne, ist absolut eine meiner Lieblingsleggings aktuell. Und einmal hier noch die Rückenansicht von diesem Bra, wollte ich euch auch einmal noch zeigen. Und eine weitere Kollektion, die ich richtig gerne mag, ist diese hier. Das ist die Vital Seamless Kollektion, ebenfalls in der Farbe braun. Es gibt viele verschiedene Farben. Ich habe auch noch hellgrau, dunkelgrau und rot. Und die gibt es auch, wie eigentlich fast alle Kollektionen, auch in Shorts. Da habe ich auch noch mal ein paar andere Farben. Und ja, ich mag die richtig gerne. Ich zeige euch die auch gleich nochmal von hinten. Weil ganz neu habe ich jetzt eben hier diese Longsleeve-Jacke. Die finde ich richtig schön, vor allem auch in diesem Braun. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das hier ist eben der passende Bra dazu. Einmal noch von hinten. Dann gibt es bei Gymshark natürlich auch jede Menge coole Jogger, also so zusammengehörige Sets auch. Ich liebe wirklich die Hoodies bei Gymshark. Ich habe da einige, die so meine Lieblingskleidungsstücke sind. Und hier dieses zusammengehörige Jogger-Set habe ich relativ neu und ich kann euch sagen, es ist richtig bequem, man fühlt sich richtig cool darin, muss ich sagen. Genau, und ein Tipp noch an der Stelle kurz, bevor ich es vergesse, weil natürlich sind Geschmäcker komplett unterschiedlich. Ich zeige euch hier jetzt so meine Favoriten und hoffe, ich kann euch da so ein bisschen Inspiration mitgeben. Aber letztendlich würde ich euch natürlich empfehlen, selber zu stöbern, was es alles dann so bei Gymshark gibt und was euch gefällt und was ihr eben beim Sale vielleicht ergattern möchtet. Und da habt ihr die Möglichkeit, eine Wishlist zu erstellen, damit ihr das direkt alles schön speichern und sammeln könnt. Und das letzte Outfit, beziehungsweise ich habe euch hier noch so ein paar Teile mitgebracht, die ich einfach liebe. Und zwar ist das einmal hier dieser Oversized Hoodie. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Ich habe ihn in beige und in schwarz und ich liebe ihn einfach. Also Leggings und dieser Hoodie ist einfach, ja, ist einfach ein super Alltagsoutfit. Oder um auch ins Fitness zu gehen. Also oft habe ich auch, wenn es halt noch nicht so kalt ist, dass man eine Jacke braucht, dann habe ich eigentlich meistens so einen Hoodie an und noch eine dicke Jacke.
Aber so für die Übergangszeit hatte ich den ganz oft so für den Weg ins Gym und vom Gym zurück an oder halt zu Hause einfach als Chiller-Outfit. Genauso auch dieser Hoodie hier. Ich glaube, den habe ich euch auch schon im letzten YouTube-Video gezeigt, bei meinen Favoriten, weil ich habe schon oft so Lieblingskleidungsstücke, die ich dann gefühlt am liebsten jeden Tag anziehen will. Und sobald sie in der Wäsche waren und wieder fertig sind, dann ziehe ich sie wieder an. Und den hier liebe ich zurzeit auch total. Also ich finde einfach so den Schnitt total cool. Und damit kommen wir jetzt zu dem letzten Outfit, was ich euch hier noch zeigen wollte. Und das ist für mich so ein perfektes Pilates-Outfit. Also das ist auch nochmal ein ganz anderer Stoff als jetzt von der Vital Seamless und der Adapt-Kollektion. Und deswegen liebe ich auch Gymshark so, weil die halt unterschiedliche Kollektionen haben für unterschiedliche Vorlieben oder Bedürfnisse. Es gibt natürlich auch Kleidung extra fürs Laufen. Dann gibt es einige Outfits, die halt super für Yoga sind. Einige Outfits, die super sind fürs Krafttraining. Und ja, deswegen liebe ich Gymshark wirklich sehr. Und das hier ist, wie gesagt, nochmal ein komplett anderer Stoff. Die Leggings generell macht einfach eine so schöne Form, finde ich. Und dazu habe ich ein Oberteil, das habe ich jetzt auch noch recht neu. Da schreibe ich euch mal den Namen hier hin. Finde ich auch ganz cool, weil das mal auch etwas weiter runter geht, also etwas länger ist. Und dazu zeige ich euch hier jetzt noch dieses Oberteil. Das finde ich nämlich auch richtig schön. Das ist so richtig schön elegant. Das heißt, glaube ich, Elevate Cropped Top oder Cropped Long Sleeve. Und das ist auch so ein ganz dünner, angenehmer, also wirklich unfassbar angenehmer Stoff. Und der hat dann hier hinten so einen Rückenausschnitt, also so ein Loch, was natürlich auch richtig cool ist, wenn ihr irgendwie ein Bra anhabt, wo man ja irgendwie hinten so ein cooles Rückenmuster hat. Genau, und das ist halt für mich so ein super Yoga- oder Pilates-Outfit. Und damit habe ich euch jetzt so ein paar Favoriten gezeigt und jetzt lege ich mal los und mache auch noch eine Runde Pilates. Und zwar mache ich jetzt 25 Minuten Pilates, Core and Abs mit Fit Laura. Ich habe ja so ein paar eigene Pilates-Workouts. Also ich habe ja vor einem Jahr eine Pilates-Trainerausbildung gemacht und habe ein paar eigene in meiner App. Und ansonsten mache ich super gerne die Pilates-Workouts von Move with Nicole. Kann ich auch sehr empfehlen. Und genau, das mache ich jetzt. Tap hier einmal nur auf die Matte und achte darauf, dass dein Rücken fest auf der Matte bleibt, also nicht abhebt. Der Kopf kann angehoben sein, so wie bei mir. Oder wenn es sich für dich besser anfühlt, dann kannst du ihn natürlich auch auf der Matte ablegen. Dann machen wir eine Kombi. Drücke dich nun von hier aus nach oben in Wild Thing, indem du deine Hüfte nach oben drückst. Komm dann wieder runter, heb das linke Bein und drück dich dann wieder nach oben. Und viermal in deinem. Zum Abendessen habe ich hier jetzt einen Linsennudeltopf gemacht. Das sind die Linsennudeln von Koro. Die kann ich wirklich sehr empfehlen, weil ich hatte auch schon Linsennudeln oder Kichererbsennudeln, wo ich mir dachte, oh, das ist nicht so eine gute Alternative. Aber die Linsennudeln mag ich richtig gern. Und die sind einfach eine super Proteinquelle. Ich habe da jetzt ansonsten noch Pilze, Kürbis, Grünkohl und Erbsen drin. Und als Soße, also ich habe ein bisschen Gemüsebrühepulver drin. Und verwende sehr gerne hier diese Alpro Cooking Light als Sahneersatz. Da habe ich jetzt wirklich auch nur einen Schuss drin, ein bisschen Wasser, damit das Ganze so ein bisschen cremig wird. So, dann probieren wir die doch auch direkt mal gemeinsam. Übrigens habe ich heute leider ein Single Dinner Date. Ich bin heute alleine, also normalerweise essen Daniel und ich wirklich fast jeden Abend gemeinsam Abend, aber der hat heute direkt nach der Arbeit einen Termin und deswegen bin ich heute alleine, beziehungsweise alleine hier mit meinem YouTube-Video. Genau, und jetzt probieren wir mal hier diese wirklich einfache und schnelle Linsenpfanne, beziehungsweise Linsentopf. Mhm. Also ich sag euch, da ist nur Gemüsebrühepulver drin. Und diese Soja-Cuisine und natürlich jede Menge unterschiedliches Gemüse und die Linsennudeln selber haben auch einen Geschmack. Aber diese Gemüsebrühe, die ich zurzeit habe, die ist so gut. Die habe ich beim Vance gekauft, von Denre ist die. Und die kann ich wirklich empfehlen. Die hat so einen leckeren Geschmack. Also, ja.
Also, ich lasse mir mein Abendessen jetzt mal schmecken und dann zeige ich euch natürlich noch, was es als Dessert gibt. Und jetzt kommen wir zu dem Part, auf den ich mich jeden Abend freue, Dessert-Time. Und zwar gibt es einmal hier den Leanies Bite in Golden Cinnamon. Das ist die Weihnachtsvariante. Und ich zeige euch den mal. Ich mag den so gerne. Der ist richtig lecker. So sieht er aus. Und von innen sieht der so aus. Und ich kann euch sagen, der schmeckt richtig lecker. Mhm. Und Part Nummer 2, worauf ich mich auch jeden Tag freue, sind die Medjool-Datteln. Die Bio-Medjool-Datteln von Koro. Ich zeige euch die mal. Die sind richtig schön groß und super saftig. Also ich liebe die sehr. Und wir haben ja jetzt Mitte November und da würde ich sagen, ist es okay, wenn man schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommt. Und deswegen gibt es dazu einmal die hier. Und einmal die hier, die Spekulatius-Creme und die Lebkuchencreme, auch beides Limited Editions bei Leanies Bites. Und ich sage euch, diese Kombi aus dieser geilen Creme hier mit der Medjool-Dattel ist ein Traum. Und deswegen lasse ich mir das jetzt auch schmecken. Ich mache mir jetzt hier noch so einen kleinen Dessert-Teller, weil ihr wisst, es ist wichtig, bewusst zu naschen. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich könnte mich an den Medjool-Datteln mit Nussmus auch überessen, sagt man ja, weil ich das einfach so lecker finde. Aber ich kann mich dann doch, also klar esse ich oft mal ein, zwei mehr, als ich mir vielleicht vorgenommen habe, weil es dann gut schmeckt. Aber dennoch halte ich mich dann irgendwann zurück und sag mir, okay, nach der vierten Medjool-Dattel, wenn ich davor schon eine große Hauptspeise hatte und eigentlich wirklich satt bin, sollte es dann reichen, weil ich halt einfach weiß, wenn man sich wirklich zu sehr überisst, dann fühlt man sich danach auch einfach nicht gut. Dann hat man ein unangenehmes, volle Gefühl, kann vielleicht im schlimmsten Fall auch nicht einschlafen. Deswegen ist es auch so wichtig, einfach in Maßen zu genießen, weil dann passiert dieses Überessen und diese Heißhungerattacken und so weiter auch nicht in dem Maße, wenn man einfach im Balance ist und alles in Maßen genießt. Das ist mein Schlusswort zu diesem What I Eat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das YouTube-Video anschaut. Ciao!